Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Transport Fever. Ich grüße euch. Schön, dass ihr den Weg wieder gefunden habt. Mensch, da sind wir wieder. Frisch drin. Gucken wir mal. Jetzt müsste ja eigentlich auch langsam mal der erste große Klumpen kommen. Da ist er schon. 7 kommen an. Es will aber noch kein Mensch darunter. Das ist so ein richtiges No-Man's-Land. Ah, es ist ein bisschen schade, weil hier unten ist eigentlich eine Riesenindustrie auch. Das könnte man auch irgendwann mal nutzen. Wir hätten hier, warte mal, können wir hier Indoor-In-House-Brötchen herstellen? Das wäre natürlich der geilste Weg, um jetzt erstmal hier ein bisschen in aller Munde zu kommen. Wenn wir hier eine kleine Brotgeschichte aufbauen würden. Einfach um hier mehr Leute anzulocken. Pass auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir bauen jetzt hier eine kleine Brotgeschichte auf. Oh, Zwerg, wieder Brot auf LKWs, echt jetzt? Ist ja schon so ein bisschen langweilig, weißt du? Böser Zwerg und so. Oh, du bist halt die guten Brötchen nicht zu schätzen. Denkt denn keiner an die Brötchen? So, erstes ist angeschlossen. Dann brauchen wir hier noch was, und zwar mittendrin. Ah, nein. Da wäre es mega, wenn wir da reinbauen könnten. Ah. Hier wäre auch gut. Zur Not auch da. Wo ist die Brötchenfabrik? Hier hinten. Das nehmen wir uns natürlich auch noch mit. Und dann hier nochmal rein. Okay. So, jetzt haben wir das den Pflichtteil haben wir erledigt. Jetzt kommt die Kür. Wir haben hier Brötchen. Fahrzeuge mal, damit die Flugzeuge ausgeblendet werden. Die brauchen nämlich extrem Performance. Und die Brötchen werden hier hinten. Getreide, Brot. So. Nummer 1. Jetzt geht's von hier aus los. Von Erlensee liefern wir hier rüber. Brot, Erlensee. So, dann lassen wir die Getreidebrotlinie nicht bis zu 2 fahren, sondern nur bis zu 1. So, dann machen wir das hier weg. Das soll nicht die Megalinie werden, meine Lieben. Das ist gar nicht gedacht. So, jetzt gehen wir hier nochmal her. Fahren von hier aus. Bis hier rüber. Und das ist jetzt Brot Putbus. So, und jetzt ist der Teil ganz gut schon mal. Und jetzt fangen wir hier an und nehmen uns diese Geschichte hier vor und sagen von hier bis hier Brot Puchheim. So, so weit, so shiny. Und jetzt, Freunde, schauen wir uns die Sache einfach mal an. Wir haben hier einmal Getreidebrot. Damit fangen wir jetzt erstmal an. Brauchen wir jetzt erstmal irgendwas Größeres. 35 kann Lebensmittel, aber kann nichts sonst. Lebensmittel 20. Getreide wäre das Ding, aber ich muss es in alle Richtungen transportieren. Das heißt, wir brauchen was Größeres dafür. Gucken wir mal, haben wir da irgendwas Schönes? Eine Wiege vielleicht dafür, in Rot. Getreide. Brot. Noch ein paar. Die müssen ja auch in sich funktionieren. So, dann brauchen wir noch mal ein paar Migos. Und zwar auf der Brot-Erlensee.
Ja, gut, den auch nochmal auf die Broterlensee. Das war jetzt eigentlich nicht so gedacht. Und vor allem nicht in Rot. Ach, Idiot. Manchmal ist es schwierig mit mir, ich weiß. So. Dann ein paar gelbe auf Brot Puchheim. Passt auch soweit. Und dann machen wir die dann noch in Brown. Bisschen dunkler vielleicht. Ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt übernehmen. Brot Putbus. Können wir noch ein paar mehr nehmen. Passt soweit. Supi. Die werden sich natürlich jetzt hier durchstauen müssen, weil die mit auf der Hauptachse hängen. Und hinter den Bussen auch herfahren zum Teil. Ist aber jetzt nicht so wild. Also ist nicht schlimm. Haben wir jetzt hier hinten auch was raus? Ja, da fahren ein paar. Und das ist auch okay. Das ist auch okay, damit kann ich absolut leben. Das dauert jetzt natürlich ewig, aber ich habe größtes Vertrauen, dass das unseren Lebensmittelbedarf steigert und damit natürlich auch viel mehr Möglichkeiten für uns bringt. Was wir jetzt allerdings nicht machen, ist hier die Straßen aufbauen. Wir können allerdings innerstädtisch die Straßen schon noch hochtreiben. Das ist ja auch noch eigentlich Innerstadt. Wenn sich nichts abreißt, baue ich das jetzt auf. Auf der Hauptroute. Ja, nur auf der Hauptroute. Da ist fertig. In der Hoffnung, dass dadurch die Autos besser aneinander vorbeikommen auf dem Weg. Dass wir hier keine innerstädtischen Megastaus bekommen, so wie hier jetzt. Ja, weil die hängen nämlich jetzt hier alle drinnen und da geht jetzt gerade einfach mal gar nichts mehr. So, gucken wir mal. Dauert natürlich jetzt ein bisschen, da ist relativ viel Verkehr. Da brauchen wir es nicht, da interessiert uns das eher wenig. Die würden uns tatsächlich schon mittlerweile nutzen. Allerdings, es fehlt hier noch einfach an Getreide. Das tut's gar nicht, da nehmen wir nämlich schon mit. Okay. Gut, und das verteilt sich jetzt eigentlich innerstädtisch. Da haben wir jetzt gar keine großen Aktien mehr drin. Hier haben wir Erlensee-Lampe, mittlerweile 14. Einer kommt auch schon zurück. Das ist eine sehr gute Sache. Natürlich finanziell gesehen völliger Worst Case. Für 14 Leute betreibst du normalerweise nicht so eine dermaßen große Linie. Aber gut, Hauptsache es kommen mal ein paar mehr Leute hier an. Einer gegen drei. Naja. Wie macht denn eigentlich die Lampe Potsdam sich mittlerweile? Ja, die ist sogar fast im Plus, ne? Wie gesagt, auch da muss einfach ein bisschen mehr gehen und das geht auch, wenn hier unten als Wirtschaftsstandort ein bisschen bessere Versorgung stattfindet. Vielleicht klappt das. Das wäre natürlich mega geil, wenn hier die Brötchen tatsächlich dann so stark vertreten wären, dass wir damit auch was gewinnen könnten. Die Verteilung hier intern funktioniert ja schon. Also die Fahrzeuge haben sich gut verteilt. Jetzt muss es halt nur noch insgesamt laufen. So, die nehmen auch ab und zu mal jemanden mit. Ist natürlich noch viel, fast nichts, ne? Das ist alles noch so ein bisschen am Sterben hier. Aber Erlensee selber hat auch schon ein paar mehr Leute hier am Flugfeld stehen. Gerade Richtung Lampe raus, 14. Dass, wenn da noch ein paar mehr kommen würden, dann würde ich mich absolut freuen. Da oben lief einer, der kommt jetzt hier raus. Einer mehr. Ah, das wird knapp. Ob er den Flieger noch kriegt, ist eine große Frage. Vielleicht schauen wir mal. 17 aktuell. Schon mal sehr gut. Also da kommen echt viele Leute an. Aber ob der es noch schafft, der rennt schon. Der rennt, schau mal, wie der rennt. 17, komm schon. Schaffst das. Nein, nein, er hat es nicht geschafft. Ah, nicht reingekommen mehr in den Flieger. Ist schade eigentlich, ne? Also der arme Typ, der hat sich seinen Abend bestimmt auch anders vorgestellt.
Okay, anderes Problem. Gucken wir mal. Die Viege sind ein bisschen stark vertreten, aber die verteilen sich auch noch. Hier ist natürlich jetzt mega viel los, aber das darf auch sein. Jetzt sollte natürlich die ersten Brötchen kommen hier jetzt auch an. Das ist das, was ich haben wollte. Ja, ersten Brötchen werden produziert. Können wir dann auf Dauer natürlich auch mal verstärken. Erlen sie jetzt natürlich im Augenblick wahrscheinlich noch eher nicht so beliefert. Warten wir mal kurz, gucken wir mal schnell. Kein einziges Brötchen noch hier. Wird schon. Ich bin mir der festen Überzeugung, dass das noch eine Geschichte ist, die wir nach und nach hier noch machen können. Aber hier werden ja auch ab und zu mal relativ gut Sachen abgenommen. Gucken wir euch mal an. Ihr stellt mittlerweile schon ganz gut was her. Potenzial ist riesig. Obergrenze aber noch nicht erreicht hier. Ist okay. Wir haben natürlich jetzt auch noch keine Brötchen dabei. Ich vermute auch, dass der Erlensee ziemlich viele Brötchen erstmal abfrischt. Gucken wir mal schnell. Immer noch nichts angeliefert. Kein Prozent. Aber die Anbindung selber macht natürlich die Stadt interessant. Aber gucken wir mal. Ich vermute, dass Erlensee selber jetzt demnächst mal hier die ersten Brötchen konsumiert. Ich denke mal, die werden als allererstes sowieso angreifen, hier irgendwas zu essen. Weil bei denen kommt es halt raus, ne? Das Schöne ist, dann hätten wir schon mal schöne aufgefutterte Städte, wenn wir hier mal irgendwann mit dem Zug hier reinkommen und dann hier eine interne Verteilung machen. Vielleicht auch eine kleine Ringlinie draufbauen, da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Dann wäre mal endlich das Problem, haben wir mal endlich einen Zug, der nicht dreht, der nicht im Bahnhof einmal um 180 Grad dreht und zurückfährt, sondern dass der immer weiterfährt. Wisst ihr, wie ich meine? Das wäre mega. Das wäre mega. Aber das gucken wir uns in Ruhe an. So, hier sind die ersten Brötchen. Erlensee. Wie schaut es bei euch aus? Nichts konsumiert. Ja, sensationell blöd. Euch auch nichts. Und da auch noch nichts. Aber ihr braucht mehr. Puchheim ist größer. Aber Erlensee wird wahrscheinlich demnächst größer. Bevölkerung 232 hier. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Oh, da mittlerweile auch schon Erlensee. Lampe 9. Wie viel kommen? 12. Das ist gut. Jetzt gucken wir mal, wie viel hat Puchheim. So 66, ja, ein bisschen größer, ein Ticken. Müh, quasi. Aber immer noch nichts konsumiert. Immer noch nichts da. Die brauchen aber, hier Geschäftsgebäude braucht Brötchen. Ist noch nicht angeliefert worden. Wobei, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Normalerweise müssten die als allererste zugreifen, bevor überhaupt irgendeiner hier was an Brötchen kassiert. Ich würde es so tun. Gucken wir mal, ist Nachschub da? Ja, 11 Brötchen gehen schon wieder mit. Hier hat er 2 dabei. Ja gut, ich meine, wenn im Lager nichts ist, was willst du machen? Na, hier kommen mal ab und zu ein paar Kühe an, aber dann ist auch wieder gut. Ja, sobald nichts mehr da ist, können die halt auch nichts mehr produzieren. Das ist eine ganz klare Rechnung. Aber da werden wir auf diese Linie einfach noch mehr Leute draufschmeißen. Bloß das bringt uns hier halt auch nichts gerade. Gerade die Viehgetransporter sind halt volle Kanne beladen. Wenn sich hier alle ballen, dann haben wir halt auch ein Problem. Und hier kommen halt wirklich alle Linien gleichzeitig an. Aber gut. Gucken wir uns die Sache jetzt nochmal ganz entspannt an. Jetzt 11%. Es wird konsumiert hier. 8 hier, 3%. Und Putbus? 0. Die haben noch nichts gekriegt. Aber nichtsdestotrotz schauen wir uns die Sache doch jetzt einfach mal an. Wir haben Plus in der Bevölkerung. Wir haben ein Plus in den Einkaufsmöglichkeiten. Alles ganz, ganz, ganz toll für uns. Natürlich im Gegensatz zu Lampe, ja, das ja wirklich schon Metropole ist, das ist ja ein Vielfaches, die haben 34%. Also da wird jetzt kaum einer rüberfliegen, um ein Brötchen zu kaufen. Ne? Aber man weiß es ja nicht. Vielleicht sind die Brötchen da leckerer, weil sie aus
kontrolliertem Anbau sind. Gespritzt nur von einem Bauern, der es einem nicht sagt, quasi. Ne? So ein Biobauer, der dann sagt, nö, ich spritz nicht und dann hau ich halt das Zeug drauf, das noch im Keller ist. So in die Richtung. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht. Könnte man mal drüber nachdenken. Manch einer tut das vielleicht schon. So. Ah, Brot Erlensee ist ein bisschen. Ja, die Linie ist ein bisschen mager gerade. Brot Erlensee. Könnten wir jetzt mal ganz kurz gucken, ob man da vielleicht noch ein paar Fahrzeugchen draufwerfen. Was haben wir da genommen? Der da? Nee. Bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, welchen mir da drauf und den da müsste es gewesen sein. So, geben wir da noch mal ein bisschen Gas. Einfach damit das besser wegkommt. Schaut's bei euch aus? Oh ja, ein bisschen was ist sogar noch im Lager gewesen. Jetzt kommt gleich viel mehr an. Gucken wir mal, habt ihr die Produktion noch volle Kanne laufen? Ne, ihr stellt auch mittlerweile ein. Es kann nicht genug angenommen werden. Das ist, da hängt noch ein bisschen der Wurm. Guck mal, Brot Erlensee kommt hier mit 16 Brötchen an. Schauen wir mal, was sagen die Linien hier. Ah, viele im Minus, manche im Plus. So. Und ich bin immer noch der großen Hoffnung, dass das hier mal ein bisschen Richtung Lampe besser läuft. Die Flieger sind so schnell wieder weg, das siehst du gar nicht, ne? 9. Oh, 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 bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Don't touch this. Uiuiui, okay. Guti, meine Lieben, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ihr Bock habt. Bis dahin, sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Habt eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch nur das Beste. Euer Zwerg auf ZwergTube. Tschüss.